und herzlich willkommen YouTube, ich bin's Aubertin und willkommen zu Ask Your Ruling. Das Format, in dem ich eure Ruling-Fragen zum Thema Yu-Gi-Oh! Beantworten werde. Wie ihr mir Fragen stellen könnt, ist natürlich ziemlich simpel. Ihr könnt unten in die Kommentarsektion gehen und mir da ein paar Fragen dalassen, die ich in den nächsten Videos beantworten werde. Die zweite Möglichkeit ist, unten in meiner Beschreibung ist mein Discord verlinkt. Da habe ich extra einen Channel erstellt für Ruling-Fragen, da könnt ihr eure Fragen gerne stellen. Und die werde ich dann gerne beantworten. Die meisten werde ich in den Videos beantworten. Viele, die sehr offensichtlich sind, werde ich aber schon im Channel beantworten. Das heißt, wenn die Fragen auftauchen, einfach stellen. Ich werde sie definitiv beantworten. Die erste Frage für heute kommt von Deadline Universe. Und die Frage lautet wie folgt. Was passiert, wenn beide Spieler gleichzeitig eine alternative Win Condition erfüllen? Wie zum Beispiel Exodia durch One Day of Peace auf beiden Händen vervollständigen? Die Antwort ist tatsächlich sehr simpel. Wir gehen mal ganz kurz einmal von den alternativen Siegesbedingungen weg zu den ganz normalen Siegesbedingungen. Wenn ihr die Life Points eures Gegners auf 0 senkt, habt ihr ja gewonnen. Wenn die Life Points eures Gegners und eure eigenen gleichzeitig auf 0 gehen, endet das Game in einem Unentschieden. Und das ist quasi auch genau die Situation, die bei alternativen Siegesmethoden entsteht, wenn die gleichzeitig erfüllt werden. Die Sache ist die, Exodia ist, soweit ich weiß, die einzige Siegesmethode, die theoretisch gleichzeitig erfolgen kann. Weil Exodia ist eine Karte, die sich nicht aktiviert, das heißt, sie bildet keine Kette. Das heißt, sobald ihr Exodia habt, habt ihr gewonnen. Wenn wir also eine Karte nehmen wie One Day of Peace, die es erlaubt, beiden Spielern gleichzeitig eine Karte zu sehen und beide würden gleichzeitig das letzte Teil von Exodia auf die Hand bekommen, würde das Spiel in einem Unentschieden enden. Weil beide Spieler hätten die Kondition zur selben Zeit erreicht und das wäre ein Unentschieden. Das gleiche wie es bei den Lebenspunkten ist. Bei allen anderen Siegesmethoden müsste es eigentlich immer eine Kette geben und der Effekt, der zuerst resolved, ist auch der, der gewinnt. Das ist quasi alles zu dieser Frage. Dann würde ich sagen, wir gehen auf die nächste Frage ein. Die nächste Frage kommt von Damokles. Und die Frage lautet wie folgt. Wenn man Geisterzerstörung aktiviert, muss ich als Gegner dann die Hand vorzeigen? Die Antwort dazu ist tatsächlich nein. Mit den neuen Updates von den Policy Documents müsst ihr das nicht mehr machen. Heißt, euer Gegner hat keinen Einzug mehr in euer Private Knowledge. Heißt, das was ihr nur wisst, hat euer Gegner keinen Einfluss mehr drauf, er darf also nicht verifizieren, dass ihr die Karte habt oder nicht habt. Das ist leider so, ihr könnt auch keinen Judge dafür rufen, heißt ihr müsst dem Gegner einfach glauben. Wenn euer Gegner allerdings geschummelt hat und das bewiesen werden kann im nachfolgenden Game State, dann wird wahrscheinlich euer Gegner einen Matchloss bekommen und höchstwahrscheinlich sogar disqualifiziert werden, weil das tatsächlich nicht nur Schummeln ist oder leichtes Schummeln, sondern das ist tatsächlich böswillig und das wird immer von Konami sehr, sehr streng geahndet. Deshalb, Antwort ist, nein, muss er nicht, aber macht das besser nicht. Die nächste Frage schließt quasi genau in die Frage von Damokles an. Das ist die Frage von Dr. Amateur. Wenn ein Betrug durchgegangen ist und der Game State ist fortgeschritten, kann man dann noch belangt werden? Zum Bleistift. Ich aktiviere Lullaby of Obedience und sage Ghostrick Ghoul. Drei Züge später mache ich einen NOC auf Morphing Jar. Decks werden vorgezeigt. Gegner hat einen Ghoul im Deck. Wenn das der Fall sein sollte, holt den Judge. Das ist Schummeln und er wird einen Matchloss bekommen und disqualifiziert werden. Weil das ist tatsächlich einfach nur Schummeln. Und die Sache ist die, wenn der Game State fortgeschritten ist und beide Spieler akzeptieren, dass er so ist, kann das bei manchen Karten tatsächlich zu einem Penalty für beide Seiten führen, je nachdem, was es für eine Karte ist. In deinem Beispiel, Dr. Amateur, Lullaby of Obedience, ist eine Karte, die ins Private Knowledge von deinem Gegner eintritt. Das heißt, er muss wahrheitsgemäß antworten, denn in den Policy steht auch, ihr dürft nicht lügen, wenn es um Effekte von Karten geht. Das hilft nämlich nicht. Und das würde bedeuten, dass er dann geschummelt hätte und dann dafür wahrscheinlich sogar disqualifiziert wird. Die nächste Frage kommt wieder von Damokles und die finde ich wieder ziemlich interessant. Damokles hat die Frage,
Monster, die ohne Effekt im Extra-Deck liegen, sind nicht Effektmonster. Wie sieht es aber dann aus, wenn normale Pendelmonster dort liegen? Du hast die Frage eigentlich selbst beantwortet. Also Monster ohne Effekt im Extra-Deck sind nicht Effektmonster. Aber die sind Private Knowledge, das heißt, euer Gegner weiß ja nicht, was ihr da liegen habt. Normale Pendelmonster sind, wie es der Name impliziert, normale Monster. Das heißt, normale Monster. Die Sache ist die, dass normale Monster auch immer gleichzeitig Non-Effekt-Monster sind, also nicht Effekt-Monster. Wenn ihr also eine Karte habt, wie den, ich weiß nicht, wie die Karte heißt, ich blende sie kurz einmal ein, diesen Elefantenstein, den könnt ihr auch auf normale Monster benutzen, weil normale Monster immer gleichzeitig auch nicht Effekt-Monster sind. Das war die erste Frage. Die zweite Frage ist tatsächlich die, warum sind Token normale Monster? Obwohl einige Zauberkarten, zum Beispiel Sündenbock, in ihren Texten haben, dass diese nicht als Tribut oder sonst etwas verwendet werden dürfen. Ist es nicht quasi ein Effekt dieser Token? Die Antwort darauf ist nein. Das ist kein Effekt der Token, das ist eine Bedingung. Und Bedingungen sind niemals Effekte. Das ist ein bisschen schwer runentechnisch zu erklären. Tatsächlich ist es aber so, es gibt ja die Karte Summon Skull. Summon Skull hat in seinem Kartentext, der im Text stehen, dass er immer als Archfiend-Karte behandelt wird. Das ist genau das gleiche quasi. Das heißt, Summon Skull ist kein Effektmonster, aber die Bedingung ist, dass er immer als Archfiend-Karte behandelt wird. Das ist gleich wie mit Token. Also wenn Token durch einen Zauberkarteneffekt beschworen wurden, dann gelten die auch immer als nicht Effektmonster, also als normale Monster, mit einer Bedingung dazu angesetzt. Die nächste Frage ist wieder von Damokles und geht wieder auf seine Ursprungsfrage zurück. Eine Frage noch zur Geisterzerstörung. Wenn ich einen Effekt aktiviere, wodurch ich eine Karte von meinem Friedhof oder sonst woher erst vorzeige und diese meiner Hand hinzufüge und somit mehr als eine Karte in der Hand halte und mein Gegner dann Geisterzerstörung aktiviert und quasi den Namen meiner zuvor vorgezeigten Karte nennt, muss ich dann noch alle Karten in der Hand vorzeigen? Nein. Die Antwort ist, wie gerade vorher im Video, könnt ihr euch nochmal angucken, wenn ihr das wissen möchtet. Euer Gegner muss das mit den neuen Policy-Dokuments nicht mehr tun. Die nächste Frage ist tatsächlich wieder von Damokles. Und die Frage fand ich wieder ziemlich interessant. Wenn mein Gegner ein Monster kontrolliert, das gegen Karteneffekte unberührt ist, und ich dann einen Effekt aktiviere, wodurch mein Gegner gezwungen wird, eins seiner Monster von seiner Feldseite auf den Friedhof zu legen, und er nur dieses eine hat, dann wird es ja quasi besiegt, oder, Fragezeichen, weil der Effekt ja nicht auf das Monster abzielt, sondern den Gegner, und er kann sein Monster ja nicht machen, was er will. Das ist tatsächlich richtig. Das war jetzt zwar keine Frage, aber dieser Sachverhalt ist richtig. Wenn wir jetzt eine Karte haben, wie diese neue Karte, die 1500 Lifepoints kostet, und wir gehen aber ganz kurz auf das Ruling ein, warum das so ist. Also, Karten, die unberührt sind von Karteneffekten. Das heißt, wenn eine Karte direkt mit dem Monster interagiert, ist das Monster von dem jeweiligen Kartentyp, wogegen es immun ist, nicht betroffen. Es würde also quasi so weiterspielen, als wäre diese Karte nie aktiviert worden. Sobald ihr aber eine Karte aktiviert, die den Spieler dazu zwingt, etwas zu tun. Das beste Beispiel zum Beispiel ist Evenly Matched. Evenly Matched sagt, der Gegner muss Karten verdeckt verbannen, bis er dieselbe Anzahl an Karten kontrolliert, wie der Aktivierer von Evenly Matched. Das heißt, Karten, die gegen Fallen immun sind, hätten keinen Effekt, weil Evenly Matched den Spieler dazu zwingt, das zu machen. Das heißt, das Monster bleibt quasi gar nicht, wird in der Gleichung gar nicht erwähnt, sondern der Spieler. Und dann würde ich sagen, das war es tatsächlich mit allen Fragen, die mir bis jetzt eingesendet wurden. Ich würde sagen, lasst mir doch mal ein Like und ein Abo da, wenn ihr mehr von diesen Videos sehen wollt. Und dann würde ich sagen, auch ein paar Fragen. Bis dahin, haut rein. Ciao.